Eindeutig vergiftet, so ein Gutachten. Gefunden, nur wenige Kilometer von der Baustelle einer neuen Windkraftanlage entfernt. Insgesamt 3 tote Rotmilane wurden in den letzten Wochen im Umkreis gefunden. Das kann kein Zufall sein, sagt Mario Klotsche. Denn derzeit läuft eine Klage gegen die Genehmigung des Windparks der Firma Abowind. Und der Rotmilan ist das zentrale Argument der Naturschutzvereine gegen den Weiterbau. Von daher würde Abowind zumindest möglicherweise davon profitieren im laufenden Verfahren. Denn wenn die Tiere tot sind, gibt es auch keinen Grund mehr aus Sicht von Abowind hier auf den Bau der Windkraftanlagen zu verzichten. Naturschützer Reinhard Kolb kämpft seit Jahren gegen die Windkraftanlage mitten im Wald. Denn die Rhön sei ein Mekka für Rotmilane. Allein 300 Brutpaare gibt es hier. Wenn dann auf einer so kleinen, konzentrierten Fläche hier 3 Rotmilane innerhalb kürzester Zeit gefunden werden, innerhalb von 3 Wochen, dann ist das ein sehr traurig machendes Gefühl und bedroht natürlich hier unseren regionalen Bestand des Rotmilans. Auch Alexander Kofka von der Windkraftfirma Abowind bedauert die Vorfälle. Den Vorwurf, dass Vögel möglicherweise im Interesse des Windparks vergiftet wurden, weist er weit von sich. Ja, das sind abwegige Behauptungen. Wer tatsächlich davon profitiert, sind ja die Leute, die uns diskreditieren wollen. Mit uns hat das jedenfalls nichts zu tun. Und wir wollen, wie gesagt, genau das Gegenteil, nämlich beweisen, dass Windkraft und Rotmilane sich gut vertragen. Abowind will bei der Aufklärung helfen, will sogar Geld für mögliche Gutachten bereitstellen. Das Bedauern von Abowind sei pure Heuchelei, findet Mario Klotsche. Da muss man sich die Frage stellen, wie kann man auf der einen Seite 200 Meter große Vogelschredderanlagen in sensible Bereiche bauen und auf der anderen Seite erklären, man setzt sich doch für den Naturschutz ein. Das passt nicht zusammen und deshalb ist es so aus unserer Sicht, dass Abowind hier ganz klar heuchelt und im Grunde genommen kein Interesse an echten Naturschutz hat. Ob alle 3 Tiere wirklich vergiftet wurden, ist noch unklar. Die beiden letzten Vögel werden noch untersucht. Die Naturschützer um Reinhard Kolb haben bereits Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Denn konkrete Verdächtige gibt es noch nicht. Wir sind mittlerweile auf einem Status angekommen, wo wir sagen, wir werden 5.000 Euro zur Belohnung aussetzen für den oder diejenige, die uns Hinweise gibt, die zur Aufklärung des Falles ganz intensiv beiträgt. Der Rotmilan, Wahrzeichen der Rhön. Die Naturschützer hoffen, dass es bei den 3 toten Vögeln bleibt.